Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, fast ganz Israel ist vierfach geimpft und hat trotzdem mit die höchsten Inzidenzen. Wer diese Fakten ignoriert, ist als Gesundheitsminister falsch aufgehoben. Und Herr Bommes, Sie haben es doch in NRW in der Hand, die Fesseln für den Einzelhandel zu lösen. Ihr Minister, Herr Stamp, sagte am Wochenende, ich zitiere, die 2G-Regel ist im Handel nicht mehr haltbar. Und Sie stellen sich hier hin und stellen weder einen Änderungsantrag noch einen Entschließungsantrag, um den Einzelhandel zu stärken. Und da zeigt sich wieder, bei der Presse behaupten Sie, Sie wünschen Freiheit. Und im Plenum, wo es doch darauf ankommt, da schränken Sie die Freiheit der Bürger ein. Und dieses Verhalten, Herr Bommes, ist blanker Populismus. Und das ist gefährlich. Und gefährlich ist es, die Impfschäden zu leugnen. Impfschadensleugner sind verantwortlich für weitere Impfdoten. Und da werden dann aus Biedermänner Brandstifter. Und das ist brandgefährlich für die Demokratie. Vielen Dank.